Hallo, ich bin Elienix und das ist der fünfte Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum fünften Part meiner Werwolf-Challenge. Wie ihr seht, ich nehme diesen Part genau nach dem letzten Video auf. Deshalb kann ich jetzt auch noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Also unser kleiner Yoru wurde zum erwachsenen Hund. Und außerdem haben wir schon fast alle Aufgaben für Rory abgeschlossen. Das heißt, ich glaube, in diesem Part können wir endlich den Wildfangs beitreten. Und außerdem hat Iana im letzten Part versucht, mit Rory zu flirten. Das ging aber nach hinten los. Ja, keine Ahnung, wie wir hierbei weiter vorgehen. Da warte ich auf jeden Fall noch auf eure Meinung. Und genau in diesem Part sollte sich hoffentlich endlich die Uni bei uns melden. Also wer weiß, vielleicht schauen wir in diesem Part ja schon nach Brightchester. Aber gut, dann starten wir am besten gleich rein. Und hier sind wir wieder. Ich steige genau da wieder ein, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Nur ich bin mit den beiden noch nach Hause gereist. Und zwar als erstes werde ich jetzt gleich mal die Post holen. Ich habe nämlich gesehen, dass es Post gibt und ich hoffe sehr, dass sich die Universität bei uns gemeldet hat. Dann könnten wir uns nämlich schon bald mal einschreiben und wirklich in diesem Part schon nach Brightchester. Okay, sie hat alles aus dem Briefkasten geholt. Und wir haben hier den Uni-Zulassungsbescheid. Sehr cool, dann werden wir diesen jetzt gleich mal lesen. Sehr gut, wir wurden zugelassen. Zwar nur für die normalen Abschlüsse und nicht für die Spezialabschlüsse, aber das war ja irgendwie logisch. Und da es Teil der Challenge ist, dass wir Geschichte studieren, müssen wir am Foxbury-Institut studieren. Das Foxbury-Institut spricht Iana Hemming eine herzliche Einladung zu den aufgeführten Studienprogrammen aus und erwartet sehnlich ihre Ankunft auf dem modernen Campusgelände, das für die Studenten von morgen entwickelt wurde. Okay, eigentlich so rein optisch, finde ich, würde die Universität von Brightchester um einiges besser zu ihr passen, aber ja, leider können wir das nicht ändern. Aber auf jeden Fall werden wir uns dann gleich bei der Uni einschreiben. Ich glaube aber, dafür benötigen wir einen Computer. Nein, okay, geht sogar am Telefon. Dann wird sie sich jetzt hier bei der Uni einschreiben und keine Sit-Ups machen. Iana möchte wirklich die ganze Zeit Sport treiben. Was vielleicht daran liegt, dass ich es total ignoriere, dass sie ein aktiver Sim ist. Aber gut, hier haben wir jetzt das Foxbury-Institut. Das Foxbury-Institut, die jüngere der beiden Unis, wurde erst vor einem halben Jahrhundert mit Hilfe einer großzügigen Spende der Landgrafs gegründet, hat sich aber längst den Ruf als führendes Institut erworben. Mit seinem modernen Campus, seiner imponierenden Ausstattung und einer Reihe von Absolventen, die sich in ihrer Karriere durch bedeutende Innovationen hervorgetan haben, strebt das Institut danach, zukünftige Generationen zu inspirieren, seine Studierenden zu hohen Zielen und großen Träumen anzuregen. Hier gibt es die Foxbury Teamgeister, Intelligenzbestien und Botgelehrte. Okay, und dann werden wir uns eben für Geschichte einschreiben. Wir müssen unsere Vergangenheit verstehen, um weiter voranzukommen. Im Studienfach Geschichte werden unter Zuhilfenahme von historischen Persönlichkeiten und Ereignissen unser modernes Zeitalter und die wichtigsten Entscheidungen in der Geschichte analysiert. Du verbesserst deine Charisma, Logik, Forschungs- und Debattierfähigkeit. Okay, die Abschlussvorteile können uns eigentlich egal sein. Wir wollen ja eh nicht arbeiten. Im Endeffekt macht Iana das ja, um ihr Werwolf-Dasein besser zu verstehen. Also so wie wir das spielen, lernt sie natürlich auch jede Menge über Moonwood Mill und über Lykanthropie in ihrem Studium. Aber gut, ich hätte gesagt, für den Beginn melden wir uns bei 2 oder bei 3 Kursen an. Ich glaube einfach gleich bei 3, weil insgesamt braucht sie eben 12 Kurse. Und wenn wir jetzt 3 nehmen und immer 3 nehmen, dann brauchen wir insgesamt eben 4 Wochen. Und ich glaube, das ist ganz okay. Auf jeden Fall haben wir zu Beginn Zeitalter und Äonen, Recht und Ordnung und Beziehungen über große Distanzen. Gut, das klingt doch alles sehr spannend. Und dann müssen wir hier jetzt noch die Unterkunft auswählen. Natürlich werden wir zu Hause wählen. Und die Studiengebühren, oh wow, uns bleiben tatsächlich noch 220 übrig. Ja gut, ich meine, etwas Geld haben wir eh, dann werden wir das einfach aus der Haushaltskasse bezahlen. Das muss sich ausgehen. Perfekt, und sie ist jetzt an der Uni eingeschrieben. Wie sieht denn der Plan aus? Und zwar dienstags und donnerstag von 11 bis 12:25 Uhr, da brauchen wir eine Abschlussarbeit. Dann haben wir montags, mittwochs und freitags 13:30 bis 14:55 Uhr und dann noch einmal Montag, Mittwoch und Freitag von 9:30 bis 10:55 Uhr. Okay, keine Ahnung, wieso da 4 Tage bis zur Vorlesung steht, wenn heute Sonntag ist. Aber egal, dann kann sie eigentlich gleich mal damit beginnen, dass wir für Beziehungen über große Distanzen
die Aufgaben machen, aber irgendwie würde ich dafür gerne zur Uni gehen und dann können wir uns Brightchester auch mal ansehen. Ich weiß, es ist jetzt 4 Uhr früh, aber das ist egal. Studenten sind doch meistens nachtaktiv. Gut, hier haben wir Brightchester. Das ist die Universität von Brightchester. Dann haben wir hier Foxbury Institut und dann werden wir hier einmal zu den Foxbury Gemeinschaftsräumen gehen. Und hier sind wir. Wie zu erwarten, ist niemand da. Ja, ein trostloses EA-Gebäude. Wie könnte es anders sein? Das hatte ich schon ganz vergessen. Aber ja, ich kann jetzt auch leider kein neues Gebäude hier platzieren, weil meine Galerie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Wen haben wir denn hier? Wer bist denn du? Oh, das ist ein sehr, sehr schöner Sim. Gut, dann werden wir uns einmal freundlich bei ihm vorstellen. Er heißt Nui. Also eigentlich Nui Hao. Ich glaube, das spricht man so aus. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie kommt mir vor, jeder zweite Mann auf Sulani heißt so. Also in meiner Siren Challenge hat die Hauptperson sicher schon 10 verschiedene Nuis kennengelernt. Hey, geht er jetzt? Nein, bleib hier. Nui, gehst du jetzt weg? Bleib doch da. Okay. Er möchte nicht mit uns reden. Schade, Nui, du bist sehr, sehr schön. Wir werden dich und dein schönes Gesicht niemals vergessen. Aber okay, wir sind eigentlich ohnehin aus einem anderen Grund hier. Und zwar wollte ich die Aufgaben machen für Beziehungen über große Distanzen. Perfekt. Dann fangen wir gleich mal mit den Hausaufgaben an. Also wir müssen eine Abschlussarbeit, eine Abschlussprüfung und noch eine Abschlussprüfung machen. Das heißt, wir werden wohl sehr viel Zeit hier verbringen, da wir zu Hause noch keinen Computer haben und eben nur hier für das Ganze lernen können. In der Zwischenzeit schaue ich mich einfach mal um, welche Sims hier sonst noch unterwegs sind. Hier hat tatsächlich diese Imbissbude offen um 5:30 Uhr früh. Gibt es hier Frühstück oder warum hat die offen? Ah, okay. Ja, gut. Gibt es tatsächlich Frühstück? Wie gesagt, nächstes Mal werde ich hier definitiv ein anderes Gebäude platzieren. Übrigens, falls du ein cooles Gebäude kennst, kannst du mir gerne den Namen des Creators oder der Creatorin in die Kommentare schreiben und auch, wie ich das Grundstück am besten in der Galerie finde. Dann muss ich selbst nicht so lange suchen und ihr kennt bestimmt auch sehr, sehr tolle Sachen. Ist das schon wieder Daryl Charm? Verfolgt uns dieser Mensch? Warum ist er immer da? Und warum setzt er sich zu uns? Er mag uns doch gar nicht. Sind die Aufgaben fertig? Okay, die haben wir abgeschlossen. Und dann kannst du aber gleich noch die Aufgaben für Recht und Ordnung machen. Dann hast du das auch gleich fertig. Und jetzt freundet sich Iana hier mit Lilly Hübsch an. Lilly Hübsch ist ein sehr seltsamer Nachname. Aber okay, die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich glaube irgendwie, sie wäre gern ein Werwolf. Irgendwie gibt sie mir diese Vibes. Lilly, was bist du denn? Okay, wir finden, sie ist fern. Und sie hat auch ein Gefühl der Abneigung uns gegenüber. Und zwar natürlicher Wahnsinn. Alles klar. Warum sind Sims eigentlich immer so picky? Louis Howell fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Eigentlich ist sie gerade dabei, Hausaufgaben zu machen. Aber okay, dann gehen wir jetzt Lou besuchen. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es ist in Moonwood Mill. Oh, okay. Er wohnt in San Myshuno. Das geht natürlich auch. Und Luna Hemming nervt uns schon wieder. Nein, wir möchten nicht mit ihr reden. Aber wenigstens ruft sie uns nur an und kommt nicht vorbei. Wie James? Heißt der Vater James? Ich weiß nicht, wie ihr Vater auf jeden Fall. Gut, dann werden wir ihn einmal kennenlernen. Was möchtest du machen? Wieso bist du eigentlich schon wieder traurig? Alles andere als speziell, weil Zulassungsbescheid der Uni gelesen hat, für keinen einzigen Spezialabschluss zugelassen worden zu sein, ist ziemlich enttäuschend. Oh, Iana, alles wird gut. Was ist das überhaupt für ein Wohnhaus? Das ist eine echt coole Wohnung. Ist das überhaupt San Myshuno? Ja. In diesem Apartment habe ich noch nie gespielt, aber das finde ich sehr, sehr cool. Dann kannst du hier mal auf die Toilette gehen. Wieso hat er zwei Schlafzimmer? Er wohnt doch alleine. Und er ist Kunstliebhaber? Das wussten wir auch noch nicht. Jetzt ruft Rory uns an. Ich habe meinen Chef sagen hören, dass ich für eine Beförderung in Frage kommen könnte. Glaubst du, ich könnte das schaffen? Natürlich, Rory, du könntest alles schaffen. Ja, du solltest auf jeden Fall dranbleiben. Danke für deine ermutigenden Worte. Oh, Rory ist so lieb. Gut, und dann könnten wir uns eigentlich gemeinsam mit Lou hier mal auf die Bank setzen und können ihn ein wenig näher kennenlernen. Ich frage mich wirklich, warum er uns jetzt eingeladen hat. Also ob das datemäßig ist oder ob er nur Freundschaft will. Keine Ahnung. Wir werden ihm eine lustige Geschichte erzählen.
Und eine fesselnde Geschichte. Jetzt mag er uns auch nicht mehr. Okay, irgendwie kommen wir nicht mehr so gut mit unseren Werwolf-Freunden klar. Ich weiß auch nicht ganz warum. Dann werden wir ihn mal fragen, ob er Kinder hat. Keine Ahnung warum. Einfach Smalltalk. Und ihn nochmal über die Werwolfrudel ausfragen, auch wenn ich glaube, dass wir schon alles wissen. Und dann werden wir nochmal über die Wildfangs reden. Immerhin wollen wir uns denen ja anschließen und am besten noch in diesem Part. Deshalb sollten wir, wenn möglich, alles über sie erfahren. Im Vertrauen gesagt, ist mir die Moonwood-Kommune ein bisschen zu langweilig. Es herrscht immer eitel Sonnenschein und ständig diese Beherrschung, damit man keine Nicht-Werwölfe erschreckt. Oh, deshalb bin ich stolz, ein Wildfang zu sein. Ich bin Werwolf und keine gutmütige Zeltplatzbetreuerin. Dann werden wir uns einmal über unsere Probleme beschweren und einfach darüber beschweren, dass wir gerade sehr viele Kosten haben aufgrund der Uni und einfach hoffen, dass alles besser wird. Und Jana hat sehr viel Hunger. Irgendwie würde ich gern versuchen, hier zu kochen. Schauen wir, ob er es zulässt. Das ist nämlich immer so ein Ding. Für manche Sims ist das voll in Ordnung und für andere geht die Welt unter. Machen wir einfach mal ein Dinner für zwei und zwar Grillkäse. Schauen wir, ob er sich aufregt oder ob er sich freut, vielleicht, dass wir für ihn Essen machen. Okay, also noch scheint er sich nicht zu beschweren. Nein, Aluna, wir möchten nicht mit dir sprechen. Also es ist ihm tatsächlich völlig egal, dass wir hier kochen. Das passiert auch wirklich, wirklich selten. Also ich glaube, Lou mag uns sehr, sehr gern. Ansonsten würde er das wohl kaum zulassen. Aber gut, dann ist Iana hier jetzt noch schnell. Und dann werden wir auch zurück zum Bunker schauen. Wir haben Joro nämlich tatsächlich schon sehr lange allein gelassen und Iana ist auch schon sehr, sehr müde. Und deshalb reisen wir jetzt einfach wieder zurück nach Moonwood Mill. Okay, also jetzt weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll. Iana ist gerade beim Bunker angekommen. Also sie ist jetzt eben nicht mehr bei Lou, sondern beim Bunker. Und er hat uns jetzt angerufen und sagt zu uns: Hey Iana, ich finde Lavina Volkov echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Und wir können sagen, ja, sag zu, das solltest du selbst entscheiden. Oder ich denke, das ist keine gute Idee. Also eigentlich wollte ich ja, dass Iana was mit Lou anfängt. Also ich habe es mir zumindest schon ein wenig so vorgestellt. Aber wenn er jetzt auf diese Lavina steht, dann ja, soll er sie um ein Date bitten. Wir finden auch jemand anderen. Jetzt steht ein Werwolf hinter der Bar. Wer bist denn du? Ach, das ist wieder die Karina. Oh, Karina versteht sich voll gut mit Joro. Ich finde das voll süß. Alle lieben immer Joro. Also er ist immer alleine hier, weil Iana halt immer irgendetwas anderes zu tun hat. Aber alle lieben ihn und das finde ich super cool. Iana ist jetzt gerade aufgestanden und liest fleißig an den Werwolf-Büchern. Und jetzt haben wir endlich die lunare Erleuchtung freigeschaltet. Iana kann jetzt die seltsamen Zeichen an den Rändern von Werwolf-Büchern besser entschlüsseln. Welches neue Wissen wartet da draußen auf seine Entdeckung? Das heißt, wir haben jetzt eben hier die schlummernde Fähigkeit Lunare Erleuchtung freigeschaltet und können uns dann gleich mit Rory treffen. Also wir können uns endlich den Wildfangs anschließen. Und außerdem sollte sie jetzt hier an dieser Statue die Gravur entschlüsseln. Gravur entschlüsseln. Ich bin schon sehr gespannt, was hier drauf steht. Okay, wissen wir jetzt irgendwie mehr? Auf dieser Scherbe ist in der Nähe einer gemalten Wolfsrute ein Text eingeritzt, der vage etwas wie ein Ritual beschreibt, das wahrscheinlich auf eine alte Tradition zurückgeht. Die Sprache scheint jedoch aus der Zeit der Mondwächter zu stammen, was vermuten lässt, dass der Topf für den Transport des leuchtenden Wassers des Lake Lunvik verwendet wurde, um damit kraftentfesselnde Zeremonien an der Heulstelle hoch oben auf dem Felsen von Moonwood Mill durchzuführen. Das Wasser des Sees muss bei ihren Bemühungen, sich mit dem Mond in Einklang zu bringen, eine wichtige Rolle gespielt haben. Okay, alles klar. Viel mehr weiß ich jetzt nicht, aber danke für diese Info. Gut, ist Rory irgendwo? Ich möchte gleich dem Rudel beitreten. Wo ist Rory? Und hier ist sie natürlich. Dann werden wir Werwolf-Rudel anschließen, über lunare Erleuchtung reden. Und dann haben wir tatsächlich alle Prüfungen abgeschlossen. Oh, und Lou ist hier einmal ohne Werwolfsgestalt. Schade, dass er uns nicht mag. Oh, was ist gerade passiert? Sehr kokett, ich brauche Liebe. Gemochter Sim in der Nähe. Da ist ein Sim in der Nähe, mit dem sich Iana in Einklang fühlt, obwohl sie sich kaum kennen. Gesprächs- und Freundschaftsmöglichkeiten sind eine schöne Sache. Also ich glaube, sie steht wirklich auf Rory. Weil letztens hat sie ja versucht, sie anzuflirten und jetzt hat sie das schon wieder. Okay, bevor wir dem Rudel beitreten, werden wir jetzt noch einmal versuchen, mit ihr zu flirten. Vielleicht hatte sie ja nur einen schlechten Tag und springt jetzt darauf an. Und wie sieht es aus?
Sie wünscht sich auch ein Techtelmechtel mit jemandem. Okay, und das war der letzte Versuch. Sie mag uns auf diese Weise einfach nicht. Aber egal, sie ist einfach unser Bro. Und zwar werden wir sie jetzt bitten, sich den Wildfangs anschließen zu dürfen. Das sollte jetzt ja kein Problem sein. Wir haben ja 3 Prüfungen abgeschlossen. Bevor du dich anschließt, denke darüber nach, dass die Wildfangs alle Aspekte des Werwolfslebens annehmen. Es gibt 3 Dinge, die wir am meisten schätzen. Erstens, keine faulen Rudelmitglieder. Du musst deinen Beitrag zum Rudel leisten und helfen. Zweitens, bleib am Ball. Du musst arbeiten, um dich selbst als Werwolf zu verbessern. Und drittens, wir beschränken unsere Talente nicht auf Moonwood Mill. Du musst raus in die Welt, deinen Horizont erweitern und überall unseren Einfluss maximieren. Ja, ich finde, das hört sich toll an. Ich bin dabei. Sehr gut. Willkommen im Rudel. Iana hat sich den Wildfangs mit dem Rang Omega angeschlossen. Neue Inhalte freigeschaltet, wöchentliche Anlieferung eines 6 Pöckelhappen, eine Ausgabe des Wuff-Magazins und neue rudelspezifische Interaktionen. Welche rudelspezifischen Interaktionen? Also wir können die Wildfangs verlassen, um Rudel-Mentoring bitten. Fragen, wie es ist, den Alpha-Rang zu besitzen. Das könnten wir eigentlich gleich mal machen. Und dann bitten wir sie mal um ein Mentoring. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Idee. Und beim Bestreben haben wir das jetzt auch erfüllt. Und hier sehen wir eben, dass wir bei den Wildfangs sind. Und ja, wir brauchen eben Rudelbeteiligung, Erweitern unter Kunden und Persönlichkeitsentwicklung. Sehr gut, das klingt alles sehr, sehr vernünftig. Okay, Rory ist gerade wieder verschwunden und Iana flirtet auf einmal mit Lou. Iana, was ist mit dir? Kannst du dich nicht entscheiden? Seit wann flirten Sims eigentlich die ganze Zeit von selbst? Ich habe absolut keine Ahnung. Sie wünscht sich jemanden bitten, eine feste Beziehung einzugehen. Wow. Und sie sind jetzt eben gute Freunde geworden. Das eskaliert mir hier ein wenig zu schnell. Haben wir morgen eigentlich schon Uni? Nein, okay, anscheinend startet unsere Uni erst am Mittwoch. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall könnte sie jetzt hier noch schnell die Hausaufgaben fertig machen. Aber gut, sie ist jetzt auch schon fertig mit den Hausaufgaben. Ich schaue mich hier jetzt noch ein wenig um, ob ich hier noch irgendwelche coolen Leute finde. Hier haben wir schon wieder Caleb. Okay, ich möchte mich nicht schon wieder mit ihm prügeln. Also hier werden wir jetzt nicht hingehen. Aber dann schauen wir sonst einfach einmal mit unserem kleinen lieben Yoru nach Hause. Wir waren ohnehin schon lange nicht mehr zu Hause und irgendwie müssen wir das Haus auch langsam auf Vordermann bringen. Okay, ich schaue schnell, was Iana im Müll gefunden hat. Wir haben einen Esstisch. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Da könnten wir dann Fernseher raufpacken. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und den stellen wir dahin. Dann haben wir ein Gemälde. Warum auch immer das im Müll war. Hängen wir das einfach oben an die Wand. Da ist ja noch absolut gar nichts. Dann haben wir diesen Esszimmertisch. Den werde ich einfach mal verkaufen. Und die Spüle können wir eigentlich auch verkaufen. Aber langsam hätten wir dann sogar genug Geld, um eine Badewanne zu kaufen. Also eigentlich bin ich immer eher der Fan von Duschen in Sims. Aber wir müssen immerhin unseren Hund baden. Ja, dann kaufen wir einfach diese Antike hier. Die ist am günstigsten. Dann geben wir das Waschbecken hier hin. Und hier die Toilette. Und dann hätte ich hier natürlich auch noch gerne eine Wand. Aber die können wir uns mit Sicherheit nicht leisten. Doch, können wir sogar. Okay, aber keine Tür. Gut, dann löschen wir sie doch wieder weg. Ich mache einfach so eine Wand. Dann ist das zumindest ein bisschen ein Sichtschutz. Und dann brauchen wir hier noch die Tapete. Sehr gut, dann haben wir das auch erledigt. Iana schläft gerade und aus irgendeinem Grund ist gerade dieser Mann bei uns aufgetaucht. Mike Förster, okay. Stellen wir uns einmal lustig bei ihm vor. Ich habe die Vermutung, dass er auch ein Werwolf ist. Also er leuchtet zumindest so rot. Oh, er ist traurig. Er ist ein trauriger Werwolf und fühlt sich sehr unwohl. Das tut mir sehr, sehr leid. Dann unterhalten wir uns einfach mit ihm. Reden wir mal über die Wildfangs. Natürlich ist Iana schon wieder wütend. Wie könnte es anders sein? Dann verschönern wir ihm mal den Tag. Es muss ja immerhin einen Grund gegeben haben, warum er auf einmal bei uns aufgetaucht ist. Dann werden wir über Fitness schwärmen. Und dann werden wir uns über Vampire beschweren. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hass auf Vampire wirklich alle Werwölfe vereint. Was hält sie denn so von ihm? Wir finden, er ist dramatisch und er findet, wir sind verantwortungsvoll. Okay, keine Ahnung, warum sie findet, dass er dramatisch ist, aber er erscheint ihr als übermäßig dramatisch. Alles klar. Er hasst auch Vampire sehr, sehr gut. Oh, sie verstehen sich eigentlich sogar ziemlich gut. Und er redet irgendwas mit Herzen. Keine Ahnung. Dann werden wir bestialische Gerüchte verbreiten. Dann werden wir jemanden parodieren.
Und dann werden wir uns über den Regen beschweren. Ich frage mich, bei welchem Rudel er ist. Einsatz für Exploration der Wildfangs loben. Also ist er anscheinend bei den Wildfangs? Okay, machen wir ihm mal ein Kompliment über sein Outfit. Ich dachte, bei den Wildfangs sind nur Rory und du. Okay, ich glaube, das können wir so leider auch nicht herausfinden. Egal, aber die beiden verstehen sich eigentlich ganz gut. Dann erzählen wir ihm noch eine lustige Geschichte. Und ich glaube, Iana wird jetzt einfach mal mit ihm flirten. Einfach, weil sie die ganze Zeit immer mit irgendjemandem flirten will und niemand will mit ihr flirten. Und deshalb, liebe Iana, darfst du jetzt mit diesem Mann flirten. Und ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Mike? Hieß er Mike? Ja. Mike Förster. Du darfst jetzt mit ihm flirten. Haben sie geflirtet? Ich habe es nicht gesehen. Dann müsst ihr nochmal flirten. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, und er freundet sich mit Yoru an. Ich glaube, das ist ein guter Mann. Endlich möchte auch jemand mit uns flirten. Sehr gut, dann hauen wir gleich noch einen mutigen Anmachspruch nach. Und sagen ihm, dass er gut aussieht. Und dann werden wir ihn nochmal kennenlernen. Mike, ich glaube, du bist ein cooler Sim. Und dann werden wir ihn fragen, ob er Single ist. Oh Gott, wir haben sogar schon eine romantische Leiste. Und wissen noch nicht mal, ob er Single ist. Das ist gefährlich. Mike ist allergisch gegen Katzen. Okay, gut, dass wir einen Hund haben. Und er ist Single. Sehr, sehr gut. Dann können wir ihn ja gleich noch ein wenig weiter kennenlernen. Ja. Dann werden wir noch einmal mit ihm flirten, aber ich glaube, das reicht dann auch schon für heute. Und jetzt möchte sie Rory näher kennenlernen. Okay, also vielleicht ist Mike tatsächlich nur ein Ersatz dafür, dass Rory eben nicht mit ihr flirten will. Keine Ahnung. Dazu könnt ihr mir natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich kann es auch nicht ganz einschätzen, was sie jetzt möchte oder was sie von wem möchte. Ich glaube, Iana weiß das selbst noch nicht. Aber gut, schicken wir den guten Mike mal nach Hause. Und ich glaube, dann werde ich den Part an dieser Stelle dann auch schon beenden. Und im nächsten Part startet dann die Uni. Und dann werden wir natürlich noch weiter die Wildfangs erkunden. Darauf freue ich mich schon sehr. Und wir haben Rechnung bekommen. Das heißt, nächstes Mal müssen wir auch jede Menge Geld verdienen. Und nun sind wir auch schon am Ende meines Videos angelangt. Iana ist jetzt endlich Teil der Wildfangs und sie hat auch endlich geschafft, jemanden zu finden, der mit ihr flirten möchte, nämlich den lieben Mike mit der wilden Frisur. Schreibt mir doch gern schon mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Und dann freue ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer über jedes Abo, über jedes Like und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!